SUV für alle. Obwohl es eigentlich kaum jemand wirklich braucht, will es irgendwie jeder haben. Das weiß man auch in Schweden und so bietet man in der Angebotspalette des neuen Kompaktwagen V40 ein solches an. Hier heißt das dann Cross Country und er bedient genau das, was scheinbar alle wollen. Ein auf Geländewagen getrimmtes Stadtauto, ein bisschen Allrad, ein bisschen höher, ein bisschen das Gefühl, ich könnte, wenn ich wollte. Auf den ersten Blick erkennt man kaum, dass hier nicht der normale V40 steht. Auf den zweiten dann aber schon. Spezielle Stoßfänger mit Unterfahrschutz, in Chrom gefasster Grill, Türschweller und eine modifizierte Heckschürze. Das soll den Hauch von Abenteuer vermitteln. Die einzigen beiden Zutaten, die nicht nur optisch auf Gelände, sondern wirklich den Unterschied machen, sind der Allradantrieb und die leicht veränderte Karosserie. Was mir wirklich gut gefällt hier im Cross Country ist, dass die gewachsenen Ausmaße der Karosserie direkt an den Fahrer weitergegeben werden. Ich sitze hier ganze 3,2 cm höher als in der normalen Version. Das hört sich jetzt nicht wirklich spektakulär an, aber es reicht immerhin, um hier ein kleines bisschen SUV-Feeling im V40 zu versprühen. Mehr Bodenfreiheit hat er auch, 1,2, also rund 1 cm mehr Luft zwischen Asphalt und der Karosserie oder zwischen Karosserie und Gelände, halt Schnee, Wiese. Eigentlich müsste ich ja mit dem Allrad Cross Country in jedes Gelände fahren können, oder? Ja, theoretisch schon, aber praktisch wird es dann schwer. Klar, solch kleine Hürden wie hier nimmt der Cross Country dank Allrad fast im Schlaf. Viel größer dürfen sie dann aber auch nicht sein. Denn ein richtiger Geländewagen ist er nicht und soll er auch nicht sein. Deshalb gibt es den Vierradantrieb auch nicht serienmäßig, sondern nur als Option. Entscheidet man sich für den Topmotor, gibt es Allrad zumindest inklusive. Der Benziner leistet 254 PS, hat 360 Newtonmeter und eine Vmax von 210 km/h. Den Run von 0 auf 100 schafft er in 6,4 Sekunden und der Verbrauch wird von Volvo mit 8,3 Litern Benzin angegeben. Neben dem Topmotor steht noch ein weiterer Benziner mit 180 PS und drei Diesel mit 115 bis 177 PS zur Auswahl. Damit fehlt im Angebot des Cross Countrys der 150 PS starke Ottomotor, den man für die anderen V40 Modelle haben kann. 26.780 Euro kostet die Basis des Cross Country. Das sind gerade mal 1.800 Euro mehr als für die normale V40-Version. Da würde man eigentlich sagen, für das bisschen, dann nehme ich doch auf jeden Fall den auf SUV getrimmten Schweden. Aber wenn man wirklich alles haben will, was den Cross Country auch ausmacht, dann zahlt man wesentlich mehr. Man wählt zum Beispiel die Ausstattungslinie Summum, denn den Allrad und auch den großen Motor und zack, liegt man bei 39.880 Euro. Das ist richtig teuer, aber es geht noch viel, viel teurer. Dieses Fahrzeug hier zum Beispiel hat nochmal alle technischen Finessen und kleinen Spielereien drin. Und dann zahlt man die unfassbare Summe von 53.300 Euro letztendlich für einen Kompaktwagen. Alter Schwede. Naja, teuer oder nicht, die alten Schweden wissen scheinbar, was sie da machen. Gut 30% aller Gesamtverkäufe bei Volvo haben Allradantrieb.